Sport verbindet. Unternehmer aus ganz Ostdeutschland haben sich darum am 25. Mai zur UV Business Challenge auf der Golfanlage in Warnemünde getroffen. Eingeladen hatten die regionalen Unternehmerverbände Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft der Unternehmerverbände Ostdeutschland. Bei dem Turnier ging es nicht darum, sein Handicap zu verbessern, sondern in erster Linie ums gesellige Beisammensein. Das Turnier ist auch nicht vorgabewirksam, also deswegen sind wir da völlig entspannt und ich glaube, dann ist der Spaßfaktor auch größer. Dennoch hat die UV Business Challenge einen ernsten Hintergrund. Für die Unternehmen in Ostdeutschland ist es nicht immer einfach, in der Bundespolitik Gehör zu finden. So ein sportliches Event ist eine gute Möglichkeit, sich zusammenzufinden und die Kräfte zu bündeln. Besonderheit ist ja hier, dass wir einen Mittelstand haben, der eben nicht vergleichbar ist mit den Altbundesländern. Das heißt, wir haben einen Mittelstand, der im Durchschnitt vielleicht 8 bis 10 Beschäftigte hat und damit sicherlich zum Teil das Thema oder sagen wir mal, die Gefahr besteht, dass die Probleme dieser kleinen Mittelständler unter den Tisch fallen. Das betrifft also die Finanzierung, das betrifft die Bürokratie. Und das betrifft auch Probleme der Digitalisierung und natürlich also auch das Thema, inwieweit kann man solche kleinen Unternehmen auch für die Zukunft vorbereiten. Sich zum Golfturnier zu treffen, ist inzwischen Tradition. Die erste UV Business Challenge fand 2012 auf der Anlage Winston Golf statt und war vom Unternehmerverband Mecklenburg-Schwerin ins Leben gerufen worden. Für alle, die den Golfsport noch nicht so lange betreiben, wurde auch diesmal ein Schnupperkurs angeboten. Natürlich ist Golf eine beliebte, mittlerweile auch nicht nur bestimmten Personenkreisen vorbehaltene Sportart. Es ist also mittlerweile fast schon Breitensport oder entwickelt sich gerade dazu. Und wir leben wirklich zu einem Großteil von touristischen Angeboten. Und da ist der Golfsport natürlich auch als saisonverlängende Maßnahme ein interessantes Angebot. Und deshalb finde ich die Golfkultur, die sich gerade entwickelt, eben auch für das Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern, durchaus positiv und wichtig. Nach dem Golfen gab es reichlich Zeit, sich in gemütlicher Runde über gemeinsame Hobbys, das aktuelle politische Geschehen oder eben über die unternehmerischen Herausforderungen der Zukunft auszutauschen. Zuverlässigkeit, Perspektive, Planbarkeit, das ist wichtig für Firmen. Dazu gehört eine gute Ausbildung für junge Leute im Nachwuchsbereich. Da mangelt es am meisten. Das ist das Hauptproblem. Nachwuchs. Und Firmenübernahme. Firmenübernahme von engagierten Leuten, die Lust haben, eigentlich diese Firmen weiterzuführen, Mut und Risiko zu haben. Das Dauerbrennerthema ist das Thema Bürokratie, Bürokratieabbau. Da muss man zugeben, da fallen einem oft nicht allzu viele kluge Beispiele ein, aber ein paar Dinge sind ja auf den Weg gebracht worden jetzt in dieser Legislatur. Es ist immer ein schönes Turnier vom Unternehmerverband, ich finde das total schön und wir sind jedes Jahr dabei. Man trifft natürlich auch Leute, die man noch nicht gekannt hat, gerade hier bei so einem Golfspiel, Unternehmen und Unternehmer, mit denen man vielleicht auch in Zukunft was anfangen kann. Obwohl der Spaß im Vordergrund stand, ging es auch darum, am Ende Preise für den besten Spieler zu vergeben. Den Bruttosieg bei den Damen holte Katrin Buller, Verkaufsleiterin beim Rostocker Hotel Neptun. Bei den Herren konnte Axel Hoffmeister vom VW-Autor aus Rostock den Preis für den Bruttosieg in Empfang nehmen.